Hallo und herzlich willkommen heute einmal nicht aus dem UE24 TV-Studio. Nein, wir sind heute zu Gast in Saint-Tropez, genauer gesagt im Hinterland, hier in Südfrankreich. Und dort sind wir aus gutem Grund, denn jetzt kommen sie gleich, die Geissens. Jene Familie, die wohl wirklich jeder kennt. Sie sind Kult. Es gibt keinen, der ihr Reality-TV-Format nicht liebt. Wir wollen heute aber wissen, wie sind sie denn so wirklich, abseits der Reality-Show-Kameras? Sind sie wirklich so lustig, so cool? Leben sie wirklich so luxuriös? Wir gehen all diesen Fragen auf den Grund. Gleich sind sie da. Und bis es soweit ist, schauen wir uns inzwischen mal ihr Hotel hier an, denn das gehört ihnen auch. In dem kleinen Dörfchen Cremaux bei Saint-Tropez liegt mitten in verträumten Weinbergen das Maison Prestige. Das luxuriöse Anwesen ist eingebettet in einen zauberhaften Garten. Die eleganten Villen liegen versteckt zwischen Palmen und in Hängematten kann man seinen Träumen nachhängen oder einfach die Seele baumeln lassen. Gleich drei Poollandschaften sorgen an heißen Sommertagen für Erfrischung fernab vom Partytrubel der Luxusstrände. Das Maison Prestige besticht mit Charme und seinem ganz eigenen Stil, geprägt von Carmen und Robert Geiss. Die Millionäre haben das romantische Hideaway selbst eingerichtet und das mit viel Liebe zum Detail und ihrem unverkennbaren Geschmack. Pompöse Möbel setzen Highlights in rustikalem Ambiente, kostbare Stoffe hüllen die Zimmer in lässig coolen Schick, während hochwertiges Interiordesign für mondänen Flair sorgt. Die persönliche Note der Geissens, die ist unübersehbar. Auf dem ganzen Anwesen finden sich Bilder in einer Hommage an die Gastgeber. Und wer Glück hat, der kann die beiden auch schon mal persönlich beim Frühstück hier antreffen. Ja, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Sie sind da, die Geissens. Ein traumhaft schönes Hotel, das Maison Prestige. Noch viel schöner ist natürlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für ein spannendes Interview heute mit uns. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr euch, nachdem ihr eh schon so viel Immobilien, Schiffe und Co. habt, jetzt auch noch ein eigenes Hotel zugelegt habt? Ja, wie ist es gekommen? Also wir hatten Krise in Frankreich. Wie ist es gekommen? Wir haben einfach etwas. Ehekrise. Nein, aber wir haben etwas gebaut, wie heißt es? Ja. Und in der Immobilienkrise auch in Frankreich konnte man die Häuser nicht verkaufen. Das sind am Ende ja drei Villen, deswegen haben wir auch drei Pools. Deswegen gehört auch der Tennisplatz da hinten noch dazu. Und haben uns dann irgendwann vor 4 Jahren entschieden und haben gesagt, machen wir doch aus der Not eine Tugend, machen wir ein Hotel draus. Und jetzt haben wir unser Boutique-Hotel und es läuft sehr, sehr gut. Und es ist tatsächlich so eine kleine Wohlfühl. Oase. Oase, sag's doch. Warum ja, sagst du's denn nicht? Wohlfühl-Oase. Ich habe doch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du es sagst. Ach so, ja, ich war nicht schnell genug. Ich war also konzentriere dich jetzt, wir machen doch gerade ein Interview. Ich weiß. Okay. Wer hat denn jetzt welche Aufgabe hier in dem Hotel übernommen? Das Einrichten macht sie gemeinsam? Ich habe alles gemacht. Was hast du? Das ist überhaupt nicht wahr, du warst überhaupt nicht da. Als ich die Betten zum Beispiel bestellt habe, das sind dieselben Betten, die das 4 Jahreszeiten in München auch hat. Deswegen sind die auch so modern und so Boxspringbetten sind das. Und die sind sehr, sehr teuer, sind super bequem und die Leute, die eigentlich bei uns immer nächtigen, wollen gar nicht aus den Betten raus. So. Also das habe ich gemacht. Vielleicht hat das andere Gründe, dass die Leute, die drinnen nächtigen, nicht mehr rauskommen. Der Robert lacht schon so verschmitzt. Ich glaube, der denkt das Gleiche wie ich. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also die Betten sind tatsächlich sehr komfortabel und sehr wahrscheinlich kann man da gute Trainingsübungen drin machen. Deswegen wollen die Leute alles nicht weg. Und wir haben auch schon gehört, so ein paar Kinder sind schon gezeugt worden. Ja, ja, wir haben wirklich jetzt schon haben uns schon Gäste gesagt. Also scheint es sehr wahrscheinlich an den Betten zu liegen. Oh ja, tatsächlich. Und die haben dann die Kinder nach euch. Aber du hast jetzt eben gemerkt, wie schnell man die Frau aus der Reserve lockt, ne? Indem man ganz einfach sagt, ich habe alles gemacht und prompt fängt sie an zu reden, wie ein Wasserfall. Ja, aber sie war nämlich gar nicht da, als ich das alles bestellt habe. Ich habe dann auch die Kosmetik bestellt für die Badezimmer und war einkaufen, habe die Außensachen geholt. Das war eine Sache, das habe ich in, ich bin schnell. Ich bin ja von meinem Mann gut trainiert.
gut trainiert worden in all den Jahren. Und deswegen muss ja bei uns immer alles schnell gehen. Ich glaube, das habe ich alles in 3 Tagen hinbekommen. Wir haben hier natürlich auch Kunst, die wir auf unserer Weltreise zusammengesucht haben. Liebevoll, wie draußen hier dieses... Dinosaurier, die ganzen Figuren, die hier rumstehen. Also wir haben jede Menge von der Weltreise mitgebracht und auch hier im Hotel ausgestellt. Und das werdet ihr ja gleich auch noch sehen bei uns zu Hause. Da stehen die restlichen Figuren, die wir alle auf der Weltreise gekauft haben. Ne? Genau. Von Mexiko über Thailand bis hin aus der Karibik. Überall haben wir was zusammengetragen, haben es mit schicken lassen, teilweise mitgebracht hier nach Südfrankreich. Aber in der Tat brauchen die Geissens dann wirklich nur einen Tag, wenn sie dann in so einer Fabrik sind und gehen da durch und sagen das. Und kaufen wir schnell in einem Tag 2 Container. 2 Container. In einem Tag 2 Container gekauft. Was macht das dann am Ende der Rechnung? Das war viel, aber ihr werdet es ja sehen, weil in der Dokusoap kommt es dann, wie wir in dem Tag tatsächlich diese 2 Container aussuchen, bestellen, kaufen. Die werden dann auch geliefert hier nach Südfrankreich, hier im Hotel ausgelagert. Und das war natürlich viel Arbeit. Werden dann dekoriert in den ganzen Häusern. Ja, Wahnsinn. Ein Tag aber habt ihr euch da niemals in die Haare bekommen oder so? Es war ja immer d'accord mit eurer Meinung. Gab es da nicht irgendwas, hast du vielleicht gesagt, das Rhinoceros, das braucht kein Mensch? Und der Robert hat gesagt, doch schon. War es ja immer von Anfang an, dass ihr gesagt habt, das gefällt uns, wollen wir haben. Ja, bei 2 Containern, wie heißt das, hast du so viel Platz, da kannst du alles kaufen. Da geht die Frau hin und sagt, sie will das Rhinoceros und der Mann sagt, ich will das Mammut haben. Und der Nächste kommt, das Kind kommt und sagt, der Dinosaurier ist auch noch schön und Jack Sparrow, den brauchen wir auch noch und die Metallfigur und dies und das. Und wir haben einfach alles gekauft. Ja. Wir waren ja kurz davor, den ganzen Laden zu kaufen. Und dann hat mich meine Frau aber zurückgehalten und hat gesagt, lass uns erstmal mit 2 Containern anfangen, den Rest können wir immer noch kaufen. Das heißt, ihr habt große Pläne in puncto Shopping, aber gibt es sonst andere große Pläne, die vielleicht auch noch auf uns zukommen, wo die Geissens für Furore sorgen werden? Bei mir wird in der Tat in der nächsten Zukunft wieder was Musikalisches auf dem Programm stehen, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin. Ich werde mit Aneta habe ich ein Projekt gemacht und das ist jene, die bei DSDS ganz vorne mit dabei war, gewonnen hat auch, also wirklich eine Traumstimme. It's like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. It's like a kiss from an angel. Wie bist du damit umgegangen? Hast du irgendwie gedacht, so, puh, mit so jemandem zusammen im Studio zu stehen, war das für dich nochmal ein bisschen eine Challenge? Oder sagst du, nein, eigentlich überhaupt nicht, im Gegenteil, wir haben uns super ergänzt mit den Stimmen. Ja, also ich habe in erster Linie viel üben müssen, weil Aneta ist, was Musik betrifft, eine sehr harte Trainerin und will auch alles eine Perfektionistin. Sie selbst trainiert unheimlich hart an ihrer Stimme. Und mich haben sie zwar ausgelacht auf dem Boot und Robert? Ja, meine Kinder und Robert. Hast du? Wer darf sonst lachen? Ja, aber... Robert darf lachen, die Kinder dürfen lachen. Warum hast du gelacht? Kann schmunzeln. Aber ich glaube, am Ende das Resultat ist, glaube ich, ganz gut geworden. Und ja, es macht viel aus, wenn man an sich arbeitet. Und Musik ist mein Leben, ich liebe das und ist mein Hobby. Und das soll auch so bleiben. Und ihre ersten Hits, die hat Carmen auch schon längst gelandet. Ob mit der Romantiknummer Island of the Caribbean. Dem Kultparty-Song Jet Set. Wie oft singst du am Tag? Ich singe jeden Tag eigentlich. Also wenn ich die Kinder schon in die Schule fahre, fange ich schon an zu singen. Deshalb hat Carmen ja auch ein eigenes Auto. Ja, genau. Und ein kleines Auto. Wir fahren ja auch separat. Sie fährt alleine zum Friseur, ich fahre alleine in die Waschanlage. Wie lange hast du gebraucht, bis das Lied dann irgendwie fertig war? Oh, da haben wir schon ein paar Wochen dran gebastelt. Also, weil es ist jetzt auch ein sehr schwieriger Song und eigentlich überhaupt nicht meine Stimmlage. Und das ist einer mit der schwierigsten Songs, die ich jemals aufgenommen habe. Gab es da mal Momente, wo du irgendwie gesagt hast, oh Gott, vielleicht war es keine gute Idee, ich muss mich da so reintigern, muss so viel Arbeit machen. Hast du da deine Frau irgendwann mal erlebt, wo du gedacht hast, jetzt ist Schluss mit der Singerei, da geht all ihre Energie rein, die hat keine Zeit mehr für mich? Nee, sie hat das Ganze ja tatsächlich auf dem Boot gemacht, auch während der Weltreise jetzt noch. Also da hattest du ein Studio am Boot? Ich hatte gute Location vor mir, von Sardinien über Sizilien, also das war alles gut, die griechischen Inseln. Ich habe mich dann in Mykonos in den Beachclub gesetzt und habe es mir gut gehen lassen und kam halt währenddessen in der Kabine getrillert und hatte da ihr Tonstudio aufgebaut mit Aneta
und ihrem Produzenten, alles wunderbar und ich hatte meine Ruhe. Also wenn ich jetzt ein bisschen frech wäre, würde ich sagen, das könnte auch gut geplant gewesen sein. Carmen arbeitet im Studio und du genießt das süße Leben im Mykonos. Ja, sie sieht das ja nicht als Arbeit an. Nee. Das heißt, für sie ist es ja tatsächlich Hobby, ihr macht das Ganze ja Spaß. Da ist also Arbeit weit, weit, weit weg und dementsprechend kann der Mann natürlich dann auch im Beachclub sitzen. Aber die Erholung hast du gebraucht, weil ihr habt viel gedreht im letzten Jahr. Eine Riesenserie wieder abgedreht. Wie geht es euch da damit, wenn ihr ständig irgendwie quasi von Kameras begleitet seid? Fehlt euch nicht ein bisschen die Privatsphäre oder ist das schon wirklich so normal für euch geworden, dass da immer Kameras dabei sind? Gut, als erstes ist es ja unsere eigene Produktionsfirma. Wir machen Geist TV, produziert ja jetzt die Geissens. Und wir haben eigentlich unsere Leute ziemlich gut im Griff. Wann wir was machen, wann wir witzige Sachen auf dem Programm haben. Wo ja, wann wir drehen, wann wir nicht drehen, wann Freizeit ist und wie viel wir drehen. Und wie gesagt, fast jeder Tag ist bei den Geissens spannend. Also musst du eigentlich kontinuierlich eine Kamera mit dabei haben. Und so hatten wir es jetzt auch im Sommer wieder. Wir hatten also kontinuierlich eine Kamera mit dabei, weil irgendwo passiert immer mal was. Und wenn nichts passiert, ja, dann liegen wir in der Hängematte oder an irgendeinem Strand rum oder lassen es uns gut gehen auf dem Jetski oder machen irgendeinen Zauber und ja, und wenn uns dann wieder eine gute Idee kommt, muss die Kamera natürlich unmittelbar in der Nähe sein, also brauchst du sie eigentlich 24 Stunden um dich. Schön ist es bei euch. Da sieht man schon das französische Flair, das sich durchs ganze Haus ein bisschen zieht. Kriegen wir so eine kleine Hausführung? Französisches Flair, was Deutsche eingerichtet haben. Oder? Genau, so schaut's aus. Ja, das ist unser Esszimmer. Und da wird dann auch so ein bisschen Party gefeiert manchmal oder so. Kannst du mal vorkommen, dass du mit Freunden länger sitzt? Oh ja, hier kann es schon mal vorkommen, dass man mit Freunden echt länger sitzt. Aber wenn du jetzt auf Gregor und Dani ansprichst, dann ist das ja meistens im Sommer, wenn sie da sind. Das ist meistens draußen. Und dann ist das unser Platz, wo wir philosophieren über Gott und die Welt. Ja, wir sind natürlich auf der Weltreise ja überall vorbeigekommen oder beziehungsweise in den letzten 10 Jahren, wo wir praktisch so uns weltweit bewegen, haben wir überall Mitbringsel mitgebracht, natürlich mit Abschussgenehmigung. Wir haben ihn nicht selber geschossen, wir haben ihn mit Zertifikat gekauft, sogar tatsächlich in Deutschland. Der kommt also nicht aus Afrika. Also nicht eigenhändig überfahren? Nein, 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 den hat ein anderer irgendwo mal überfahren und hat ihn dann tatsächlich präpariert und den haben wir gekauft. Aber wie gesagt, das ganze Haus besteht natürlich aus Mitbringseln, die wir überall auf der Welt zusammengesammelt haben. Nämlich hier ist meine Küche. Und nicht zu wenig gekocht. Robert, du bleibst schon mal außen vor, weil ich sehe schon, das ist nicht dein Territorium. Nein, 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 ich bin derjenige, der kocht. Der Koch ist derjenige, der aufräumt. Aber in der Regel haben wir da ja Personal für. Aber ich bin derjenige, der am meisten kocht von uns. Ja. Was kochst du denn so? Alles. Alles. Von A bis Z. Mhm. Ich habe gestern Abend gekocht. Und die Mädels essen auch alles? Oder ist es da musst du die Mädels selber fragen, ob Papa gut kochen kann, weil Eigenlob stinkt. Und das braucht ja kein Mensch. Carmen, dein Gourmet-Geschmack, was sagt ihr zu Roberts Kochkünsten? Also Robert ist ein wahnsinnig toller Koch. Also ich liebe es, wenn er kocht. Ich liebe nur nicht die Art, wie er kocht, weil dann ist die Küche natürlich ein Scheiterhaufen, muss neu renoviert werden. Also er ist nicht der sauberste Koch, aber er ist wirklich geschmacklich einer mit der besten Köche, die ich kenne. Es gibt etwas, wo jede Frau dich drum beneidet. Dein Kleiderkasten. Würdest du uns erlauben, einen kleinen Blick reinzuwerfen? Ja, das ist ja kein Kleiderkasten, das ist ein ganz Kleiderhaus. Ja. Ein Kleiderhaus. Also geh zu deinem Kleiderhaus. Ja, also das heißt, wir wissen jetzt, wo Robert sein Geld geparkt hat, in diesem Kleiderkasten. Genau, ein Kleiderhaus. Was wir alles in Carmens Kleiderkasten finden und wo Robert gern mal ein bisschen mehr ausgibt, das alles und mehr erfahren Sie im zweiten Teil der Geissens Home Story. Demnächst auf OE24 TV.